Hier außen habt ihr noch Vinyl, Sync-Button. Ja, da lässt sich heutzutage immer noch drüber streiten. Viele benutzen ihn, viele nicht. Also sagen wir mal, die, wo professionell im Club auflegen, benutzen ihn eigentlich nicht. Aber ich muss sagen, so die Profis, wenn die auflegen, die haben eigentlich zu 99%, also so kenne ich das, eine fertige Playlist, spielen das ab und machen halt einfach eine geile Show draus. Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es das lang ersehnte Video für viele, viele Zuschauer von mir, denn ich habe in den letzten paar Monaten sehr, sehr viele Nachrichten bekommen bezüglich, hey, kannst du mir einen günstigen DJ-Controller empfehlen oder hey, was würdest du mir empfehlen, als Einsteiger für einen DJ-Controller zu kaufen? Und ich habe jetzt ein bisschen für dieses Video gewartet, damit ich einfach gute Controller raussuchen kann, euch die vorstellen kann und ja, viele die Kaufentscheidung erleichtern kann. Deswegen gibt es heute die Top 5 DJ Controller 2019. Das bedeutet, ich zeige euch, was ich mir 2019 für dieses Budget kaufen würde. Natürlich hat jeder eine andere Ansicht von DJ Controllern, beziehungsweise ja, viele sagen, nee, würde ich mir nicht holen. Der andere sagt, hey, cool, würde ich mir auf jeden Fall holen. Es ist natürlich auch wieder meine Lieblingsmarke unter den Top 5 DJ-Controllern dabei. Keine Frage. Aber ich würde sagen, wir starten mal mit dem Video. Denn ich kann mit dieser Kamera immer nur genau, ich glaube, 24 Minuten aufnehmen. Dann schaltet sie sich ab, beziehungsweise unterbricht das Video. Und da muss ich wieder von neu anfangen. Deswegen, ich muss jetzt alles unter 24 Minuten aufnehmen. Deswegen würde ich sagen, los geht's. Also ich habe heute mal ein paar Controller rausgesucht, also 5 Stück für unter 300 Euro. Und ich denke mal, so 300 Euro sollte man auch ja, für einen DJ-Controller ausgeben oder sich im Hinterkopf behalten. Alles, was so drunter ist, unter 100 Euro, sage ich mal, ist halt meistens totaler Schrott. Natürlich gibt es auch gute, es gibt natürlich auch auf eBay Kleinanzeigen gebrauchte. Deswegen schaut auch da gern mal vorbei. Vielleicht könnt ihr da noch ein paar Euro sparen. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem ersten DJ-Controller. Und zwar ist es der von den Marktführern Pioneer. Also die sind ja natürlich in jedem Club eigentlich vertreten. Also ich sehe fast keine anderen DJ-Controller als von Pioneer in irgendwelchen Clubs. Deswegen, hier habe ich euch einen rausgesucht. Der kostet jetzt 249 Euro. Hat 4,5 Sterne, also ich habe jetzt die Produkte alle von Amazon. Ich habe mir natürlich auch von anderen Seiten ein paar Rezensionen durchgelesen, aber die sind ungefähr vergleichbar wie hier auf Amazon. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal die Bilder noch ein bisschen durch. Ich erkläre euch noch, was hier der Vorteil ist, meiner Meinung nach. Also wie gesagt, das basiert alles auf meiner Meinung. Wenn jemand eine andere Meinung hat, gerne in die Kommentare. Ihr könnt auch dann den Zuschauern in den Kommentaren was anders empfehlen. Aber wie gesagt, heute meine Top 5 DJ-Controller für unter 300 Euro. So, also wie gesagt, hier haben wir den Pioneer DJ Controller. Ich glaube, der hat keinen besonderen Namen, oder? Nein, also Zweikanal für Serato DJ Lite. Ist ja egal, welche DJ-Software ihr nimmt, aber ich gehe jetzt heute nur auf den Controller ein. Bei manchen ist zum Beispiel so eine Software dabei, bei manchen wieder nicht. Dieser Pioneer Controller sieht optisch mal richtig fett aus. Also mir gefällt er auf den Bildern sehr, sehr gut. Ich habe hier oben die Effektknöpfe. Ich habe hier die ganzen Einstellungen. Ich habe hier Zweikanal. Das heißt, ich kann hier oben, ich hoffe, man kann es sehen. Okay, das bringt nicht viel, wenn ich hier reinzoome. Man hat hier oben zwei USB-Eingänge, was ich sehr, sehr geil finde. Ich arbeite ja eigentlich nur mit einem USB-Stick, beziehungsweise auch mit zwei. Einen für die Musik, einen, um den Mix aufzunehmen. Ich habe diesen kleinen USB-Stick hier für die Mixe dann, also zum Aufnehmen. Und hier weiß ich jetzt nicht, ob man da auch einen dafür benutzen kann. Auf jeden Fall hat er hier zwei Eingänge. Was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist, dass es einfach auch ein bisschen farbig gestaltet ist. Das heißt, wenn ihr den an den Strom anschließt, also seht ihr jetzt auch schon hier auf dem Bild, dann leuchten die Pads zum Beispiel rot, der Play-Button in grün, der Cue-Button zum Beispiel in gelb. Also das finde ich schon mal sehr, sehr geil und für den Preis, der kostet jetzt, wie gesagt, 249 Euro. Schaut gerne mal auf anderen Plattformen vorbei. Da könnt ihr vielleicht noch ein paar Euro sparen, aber das habe ich ja vorhin schon gesagt. Und genau, hier an der Seite habt ihr jeweils den Tempo-Fader. Man sieht zum Beispiel hier für Deck 1 oder Deck A, kann man nennen, wie man will, aber auf Deck A ist zum Beispiel der Tempo-Fader innen.
und auf Deck B oder Deck 2 außen. Und mir gefällt persönlich besser, wenn die beide außen sind. Das heißt Deck A außen und Deck B außen. Aber Pioneer hat sich halt gedacht, wahrscheinlich bei diesem Controller, hey, bauen wir das einfach mal so. Hier unten die ganz normalen Lautstärke-Fader. Hier hat man die einzelnen Knöpfe fürs Vorhören. Genau, hier habt ihr das Level, hier habt ihr die Lautstärke für die Headphones, glaube ich. Genau, Headphones steht da, glaube ich. 8 Pattern, 2, 4, 6, 8 auf jeder Seite. Das ist wirklich geil, weil hier könnt ihr sozusagen 8 einzelne Q-Punkte setzen. Wer nicht weiß, was Q-Punkte sind, ja, ihr könnt sozusagen in dem Track auswählen, wo ihr starten wollt. Also das heißt, sagen wir mal, ihr wollt bei Minute 1 starten, dann könnt ihr zu Minute 1 vor switchen sozusagen. Es ist halt sozusagen dann ein Marker gesetzt worden und wenn ihr dann auf dieses Pattern wieder drückt, dann startet der sozusagen genau ab da wieder. Ich hoffe, das ist ein bisschen verständlich. So, was haben wir noch? Schauen wir mal das zweite Bild. Genau, hier sieht man es auch noch gut. Headphones unten, das heißt Kopfhörereingang unten. Auch sehr, sehr geil. Ihr werdet gleich bei den anderen Controllern sehen, dass bei manchen auch hinten der Kopfhörereingang ist. Aber dazu kommen wir gleich. Hier außen habt ihr noch Vinyl, Sync-Button. Ja, da lässt sich heutzutage immer noch drüber streiten. Viele benutzen ihn, viele nicht. Also ich sag mal, die, wo professionell im Club auflegen, benutzen ihn eigentlich nicht. Aber ich muss sagen, so die Profis, wenn die auflegen, die haben eigentlich zu 99%, also so kenne ich das, eine fertige Playlist, spielen das ab und machen halt einfach eine geile Show draus. Fuck you, Alter. Genau, Q, Play-Button, was haben wir hier noch? Ja gut, die Standard-Effekte. Ich denke mal, der Knopf hier oben, man kann es jetzt schwer erkennen, ist dann für die, ja, für die, wie sagt man da, für die Stärke, für den Effekt zuständig. Und genau, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, außer hier nochmal von der Vorderseite. Genau, also hier gibt es einmal Cinch-Eingang, Mikrofoneingang und von oben sieht es dann so aus. Genau, hier habt ihr das Level, das heißt die Stärke von dem Effekt könnt ihr damit ja, beeinflussen. Hier könnt ihr das Tempo, das hatten wir schon und sonst genau Shift, somit könnt ihr die Q-Punkte wieder entfernen. Und ja, für 250 Euro eigentlich ein ziemlich schöner Controller. Ich schaue mal ganz kurz noch zu den Maßen. Die Größe 62x35x15. Ja, ist jetzt nicht der übergroße DJ-Controller, aber ich sag mal für den Einstieg und für unter 300 Euro. Wie gesagt, das ganze Video basiert nur auf meiner eigenen Meinung. Wenn jemand eine andere Meinung hat, gerne in die Kommentare. Und ich sehe jetzt hier gerade auf Amazon 1-3 Monate Versand fertig. Ja, haben sie anscheinend gerade nicht auf Lager. Aber ich würde sagen, wir schauen mal zu Controller Nummer 2. Und zwar ist der von der Marke Roland. Auch ziemlich bekannt. Ja, in der Musikbranche, sage ich mal. Ich habe jetzt hier auch gleich mal die Bilder geöffnet, aber ich schaue mal kurz nach dem Preis. Ist gerade reduziert von 299 auf 243. Hier könnt ihr sehen, es gibt auch verschiedene Varianten, aber die gehen dann natürlich ab 500 Euro los. Also die anderen zwei, der DJ505 kostet knapp 540 und der DJ808 kostet 960. Aber wie gesagt, für unter 300 Euro wären wir sogar noch im Budget, wenn er nicht im Angebot ist. Jetzt schauen wir uns den mal kurz an. Hier haben wir keinen USB-Eingang, sehe ich gerade. Es sah gerade so aus, als wären es zwei USB-Eingänge. Auf jeden Fall habt ihr hier zwei einzelne Knöpfe für jedes Deck. Das heißt, wenn ihr Deck A irgendwas laden wollt und Deck B irgendwas laden wollt, beziehungsweise den Song reinladen wollt, benutzt ihr sozusagen die zwei Knöpfe. Hier die ganz normalen Filter, Low-Filter, Höhentiefen und so weiter. Hier in der Mitte habt ihr auch den Mikrofonregler für die Lautstärke, Master Level, wie eigentlich bei jedem anderen Controller. Die Chalk Wheels eigentlich ziemlich schön gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wie groß der Controller ist. Schauen wir uns aber gleich nochmal an. Hier unten auch standardmäßig die Shift-Taste, um hier unten für die 8 Pads. Hat schon wieder 8 Pads, geil. Also für 8 Pads für den Preis echt sehr, sehr geil, weil das echt hilfreich ist für irgendwelche Q-Punkte. Ich bin schon bei 13 Minuten Videomaterial, ich muss mich beeilen. Auf jeden Fall haben wir links den Start- und Stop-Button, Q, Knopf haben wir drüber, Shift natürlich, Sync-Button wieder. Diesmal haben wir das aber als Pad, als so ein schmales Pad und nicht als Knopf. Hier haben wir zwei schöne Fader wieder in der Mitte. Was haben wir hier noch? Genau, Chalkwheel habe ich schon gesagt. Ah, man hat sogar 4 Decks. Das ist geil. Man kann hier auf Deck 3 umswitchen und hier auf Deck 4. Hier oben haben wir wieder
die Tempo-Fader. Natürlich auch wie beim Pioneer, einmal innen, einmal außen. Ja, gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Ich mag es halt wie gesagt gerne, wenn die beide außen sind. Und ich hoffe, dieser Mikrofonarm stört euch nicht in dem Video. Ich mache mal ein bisschen so. Ja, geht nicht anders. Und jetzt gehen wir noch kurz die Bilder durch. Hier haben wir innen, also auf der Innenseite den Kopfhörereingang. Sehr, sehr geil. Was haben wir außen? Hier haben wir das Mikrofon außen. Finde ich ein bisschen blöd, weil dann habt ihr sozusagen vorne nochmal ein Kabel verlaufen. Oder vorne hängt dann sozusagen das Kabel rum für das Mikrofon, wenn ihr irgendwo auf dem Geburtstag oder irgendwo im Club, sag ich mal, mit so einem Controller auflegen wollt. Ihr könnt es auch wie beim anderen hier mit Cinch-Eingang arbeiten. Sogar XLR ist einmal am Start und das Netzteil kommt auch außen hin. Schauen wir nochmal von der Perspektive. Gut, genau hier unten die Kopfhörer zum Vorhören. Das ist jetzt so, das haben wir schon gesehen. Die Pads diesmal in grün beleuchtet. Sieht echt geil aus. Das muss ich ehrlich sagen, hier oben die Pads in rot. Ich weiß nicht, ob man die Farbe ändern kann, aber ich vermute mal nicht. Genau, das haben wir auch schon gesehen. Jetzt kommen die Bilder nochmal. Und für 243 Euro im Angebot gerade, ich glaube, ein ziemlich geiler DJ-Controller. So, jetzt muss ich mich beeilen. Jetzt kommen wir zum nächsten gleich. Und zwar ist es von Hercules. Hercules besitze ich ja auch, zwar nicht den DJ-Controller, sondern meine Boxen da hinten. Die kennt ihr ja wahrscheinlich auch schon. Hier haben wir einen ziemlich kleinen und kompakten DJ-Controller. Hier habe ich auch mehrere Bilder zur Verfügung. Einmal haben wir hier, ja, diese Perspektive ist jetzt nicht so schön. Innenseite, Kopfhörereingang wie beim anderen. Verpackung. Ja, auch nichts Besonderes. Und ich vermute sogar, dass der genauso groß ist wie der kleinste DJ-Controller, den ich schon mal hatte. Also für den Preis ist es in Ordnung, aber da würde ich eher die anderen empfehlen. Aber wer sagt, hey, ich mag so kleine, kompakte Controller, kann sich den gerne mal anschauen. Hier auf der Rückseite haben wir das Netzteil. Ich glaube, das ist fest verbaut, so wie es aussieht. Ich habe hier auch wieder Cinch-Eingang. Genau, also hier könnt ihr auch nochmal sehen auf dem Bild. Ziemlich klein, also man kann schon einen Übergang hinkriegen, beziehungsweise Mixe aufnehmen. Aber wenn ihr die Jogwheels mal anschaut, die sind halt schon echt mini. Hier haben wir diesmal nicht oben, sondern unten die Tempo-Fader. Er arbeitet hier auch mit Serato im Hintergrund, wen es interessiert. Genau, hier ist noch ein Bild zum Beispiel. Ja, so groß oder so breit wie ein Laptop ungefähr. Wäre jetzt nichts für mich. Gut, ich bin auch jetzt den großen Pioneer XDJ RX gewohnt. Oder den Numa Controller. Man sieht auch hier nochmal sehr kompakt. Rucksack rein. Ab irgendwie an See und ein bisschen auflegen. Hier sieht man nochmal die Pads. Also Hotkeys kann man damit auch wieder setzen. Genau, Effekte kann man draufladen. Aber wie gesagt, ich wollte euch jetzt nur mal kurz die Controller vorstellen. Hier hat man zum Beispiel den Browser, das heißt hiermit geht es ja durch eure Library, also durch eure durch euer Album und sucht eure Musik aus. Hier könnt ihr Deck A Song reinladen und Deck B den Song reinladen. Ist auch ein bisschen beleuchtet, sieht man hier auf dem Foto. Sieht, glaube ich, ziemlich schick aus. Genau hier die kleinen Tempo-Fader. Klar, die müssen irgendwo klein gehalten werden, wenn der Controller selber schon so klein ist. Der kostet jetzt 97 Euro, ist sogar unter 100 Euro, also ein DJ-Controller für unter 100 Euro und ja, Rezessionen auch nicht schlecht, 4,5 Sterne von 15 Rezessionen. Die ganzen Controller verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung, aber wie vorhin schon gesagt, ich gebe euch den Tipp, schaut gerne mal auf eBay Kleinanzeigen oder Spock oder wie die ganzen Flohmarkt-Apps heißen und schaut da mal vorbei, vielleicht könnt ihr euch da noch ein paar Euro sparen, ansonsten einfach mal bei mir in der Beschreibung vorbeischauen. So, jetzt kommen wir langsam dem Ende nahe. Ich komme wieder zu einem Hercules-Controller. Der nennt sich Hercules DJ Control Impulse 300. Wieder ein 2-Deck-Controller. Von oben auch wieder ziemlich cool aufgebaut. Hier Innenseite, Kopfhörer, wie man es gewohnt ist von den anderen auch. Außen hier Cinch. Ich glaube, das ist sogar XLR-Eingang. Netzteil wird auch auf der vorderen Seite angeschlossen. So sieht er von der Seite aus. Von oben schon ein bisschen größer als der Laptop, also wie der andere Hercules-Controller. Hier haben wir auch Cinch, wie schon gesagt, Netzteil. Hier hat man wieder diesen Browser-Button. Hier könnt ihr wieder durchseppen durch euer Album und die Musik auswählen. Hier haben wir den Browser, wie schon gesagt. Sieht eigentlich identisch aus wie zu dem hier.
Ich glaube, das ist einfach nur eine größere Version. Aber man kann hier sogar die Farbe ändern. Wenn ihr mal hier schaut, hier ist der Browser-Knopf blau und hier drüben ist er grün. Und genau, hier habt ihr noch ein paar Effekte wieder. 8 Pads auf jeder Seite, was echt sehr, sehr geil ist. So Leute, jetzt kommen wir zu meinem absoluten Top-Favoriten von allen DJ-Controllern. Und zwar ist es der Numark Mix Track Pro 3 All-in-One DJ-Controller. Ich glaube, dazu brauche ich nicht mehr viel sagen. Ich habe hier vor 1,5 Jahren ein Video hochgeladen. Könnt ihr euch gerne anschauen, aber wundert euch nicht, da war ich noch ein bisschen unsicher vor der Kamera. Und ja, es ist für mich eigentlich der Favorit unter den Controllern. Knöpfe einwandfrei, also echt super verarbeitet. Da hat Numark echt ordentliche Leistung gezeigt. Dann Effektleiste, gewöhnungsbedürftig, aber wenn ihr mal drin seid, mega, mega geil. Also ihr habt hier oben diese Effektleiste und die bedient ihr sozusagen mit eurem Finger. Umso weiter ihr nach rechts dann geht, also sozusagen per Touch, umso weiter ihr nach rechts geht, umso stärker wird der Effekt. Hier außen, wie ich vorhin schon die ganze Zeit angesprochen habe, die Tempo-Fader. Ich finde es einfach viel, viel angenehmer, wenn man die, ja, gemütlich an der Seite faden kann und nicht irgendwo in der Mitte. Kommt man vielleicht mal wieder an den Jogwheel hin oder an irgendwelchen Knopf oder an irgendeinen Regler. Und hier habt ihr beide außen und das finde ich einfach mega geil. Und die gehen echt mega smooth, also schön nach oben, schön nach unten. Rasten in der Mitte ein, also die haben so einen kleinen Einrastmechanismus drinnen, damit ihr wisst, dass ihr jetzt genau in der Mitte seid sozusagen. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Mein absoluter Top-DJ-Controller, auch 2019 noch. Kann ich jedem empfehlen. Ja, Leute, das war's mit meinen Top 5 DJ-Controllern 2019, was ich euch so empfehlen kann, was ich mir selber holen würde, wenn ich dieses Budget zur Verfügung habe, beziehungsweise wenn ich mit DJ-Mixing anfangen will. Aber wie gesagt, mein Top-Favorit bleibt bis jetzt immer noch der Numark Mixtrack Pro 3. Jetzt würde mich noch interessieren, was eure Meinung dazu ist. Was würdet ihr für 300 Euro kaufen, beziehungsweise welchen DJ-Controller für den Einsteiger, beziehungsweise auch für unter 300 Euro? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich verlinke euch alle unten nochmal in der Videobeschreibung. Jetzt melde ich mich ab. Wenn es euch gefallen hat, gerne wieder einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und wie versprochen, am Wochenende gibt es das Special-Video für die 500 Abonnenten. Wir sind sogar schon über 500 Abonnenten. Mega, mega geil, Leute. In diesem Sinne, Leute, haut rein, macht Musik. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.